U21, das Verhör mit Jan Holthaus und als Gast der Schlagzeuger Johannes Fischer. Keiner kennt die Fragen, auch unser Moderator nicht. Das ist U21, das Verhör. Wir sind in der Multimedia-Regie des Bayerischen Rundfunks in München. Dankeschön, Markus. Hallo Johannes. Hallo. Und hier sind die Fragen drin. Die erste Frage. Noch 10 Minuten bis zum Auftritt. Was machst du? Oft schlafen. Klingt verblüffend, ist aber so. Also wirklich, so mein ganzer Körper reduziert sich auf die wesentlichen Funktionen, die er zu erfüllen hat, weil er weiß, in 10 Minuten geht's los. Und vorher wird wirklich das ganze System runtergefahren. Und dann 2, 3, 4 Minuten vorher, je nachdem, wie weit der Weg von der Künstlergarderobe zur Bühne ist, fährt dann alles hoch. Und eigentlich erst auf dem Weg wirklich auf die Bühne. Und dann mit dem ersten Schritt auf die Bühne macht das irgendwie Ding und dann ist alles da. Ganz erstaunlich. Aber das war nicht immer so, aber das hat sich so irgendwie eingepegelt. Schon mal eine Show vom Hand? Nee. Albtraum natürlich, aber noch nie passiert. Du schreibst im Booklet zu deiner CD Gravity, was wäre ein Schlagzeuger ohne die Schwerkraft? In welchen Momenten stört sie dich? Beim Tragen der Instrumente. Ganz klar, je schwerer, desto unangenehmer. Aber sonst zum Spielen ist es wunderbar. Der Arm, man muss ihn nur heben, von Fallen tut er von alleine. Die Schlägel machen ihre Arbeit. Also man kann sich da auch wirklich dann sehr reduzieren. Die Schwerkraft testen wir schon mal mit dieser Frage und sie funktioniert hier im Studio auf jeden Fall perfekt. Die nächste Frage. Wenn du andere für dich komponieren lässt, liegt das dann daran, dass du an deinem eigenen Kompositionsvermögen zweifelst? Ich zweifle immer an meinem eigenen Kompositionsvermögen. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Krankheit, die auch fast jedem Komponisten irgendwie zuteil ist. Bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich ein Stück geschrieben habe, dann ist das für mich erledigt und dann verliere ich sofort das Interesse daran, witzigerweise. Das ist also strategisch und marketingmäßig total schlecht natürlich. Abgesehen davon ist es einfach sehr interessant, mit Gedanken anderer Leute umzugehen. Also mit Stücken, mit Ideen. Und meistens entsteht das ja dann, weil die Komponisten eben noch lebendig sind. Klar, Tote können schlecht komponieren. Ne? Aber die Toten sind ja immer die erfolgreicheren meistens. Ja, das ist auch wahr. Entsteht das wirklich im Dialog und das ist echt spannend. Spielst du auswendig, weil du keine Noten lesen kannst? Stimmt. Es ist tatsächlich wahr, ich kann total schlecht vom Blatt spielen. Also ich spiele so lang Klavier wie Schlagzeug, immer alles sofort auswendig gelernt, damit ich diese Noten da nicht stehen haben muss. Und wenn man mir jetzt irgendwie ein einfaches Klavierstück von Schumann oder von, naja, Brahms ist dann schon nicht mehr ganz so einfach, Schumann eigentlich auch nicht, aber einfach so von der Idee her was hinlegen würde, ich könnte es nicht spielen, aber nach 20 Minuten auswendig. Ist aber cool, ich glaube, es gibt eine Menge Musiker, die dich darum beneiden. Markus zum Beispiel. Wie ist es, sowas ins Gedächtnis reingekommen, ist ja noch okay, aber das dann zu behalten, wann vergisst du dann Sachen? Das hängt ein bisschen tatsächlich auch davon ab, wie viel ich und wie viele verschiedene Sachen ich in dem Moment dann zu tun habe und spiele. Und manchmal, also viele Sachen halten sich wirklich dann über Jahre. Aber das hängt auch damit zusammen, dass man sie alle Monate mal wieder spielt. Aber langt oft dann wirklich, dass ich das vorm Konzert irgendwie 2 Tage vorher auspacke. Und einmal machen und werden irgendwie alle Funktionen wieder wachgerufen. Das geht dann schon, aber dazu muss man es einmal wahnsinnig gut gearbeitet haben. Also das muss schon sein. So einmal richtig gemacht und dann das, also gelernt ist gelernt, sagt der Schwab. Gelernt ist gelernt. Oh, was sehe ich hier? Meine müden Augen, Topf schlagen, Ausrufezeichen. Und da kommt ein Topf. Koch, Akkord.
Welche Sportart wäre aufgrund deiner rhythmischen Veranlagung vollkommen ungeeignet für dich? Vielleicht, wie heißt das? Eisstockschießen? Eisstockschießen, ja. Ja, dazu wäre ich sicherlich zu hibbelig und zu irgendwie ungeduldig. Und wir schauen die nächste Frage an. Und da steht, bist du on oder offbeat? Gerne offbeat. Kannst du mir mal den Unterschied vormachen? Wenn das das Metronom wäre, das gute alte Taktel, dann onbeat ist einfach Tag. Mhm. Tag auf dem Schlag. Offbeat wäre ja die Revolution, es ist in Kurpe. Und auch da gibt es natürlich je nach Synkopen sehr unterschiedliche Energieausstöße. Also ob man da wirklich kurz nach dem Schlag ist oder und genau in der Mitte ist irgendwie total solide. Oder eine Quintole oder sowas. Diese Synkope löst die Revolution aus eigentlich heimlich. Ja, was ist dann deine Synkope? Meine Synkope, ich liebe zum Beispiel, und das streite ich aber immer mit meiner Frau, weil wir uns rhythmisch da auch nie einig sind, dass das zweite Quintolen-Fünftel sozusagen, Quintolen-Sechzehntel, das ist für mich, das finde ich phänomenal. Freue ich mich jedes Mal, wenn es irgendwie kommt. Also ba, 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 ba. Das ist so völlig, Thema Schwerkraft, völlig schwerelos. Ba, ba, das ist überhaupt nicht irgendwie einordbar. Ich empfehle das auch meinen Studenten immer, wenn mit Metronom, dann eben nicht auf den Schlag, sondern auf den Offbeat. Weil man dadurch für sich selber einen viel stabileren Puls, rhythmischen Puls entwickeln muss, weil man eben den Onbeat selber formuliert sozusagen. Und bei Jazzern ist das Stand sowieso, weil es geht immer auf 2 und 4. Von dir selber sagst du, du seist als Professor sehr nett und respektvoll, aber dir platzt auch mal der Kragen, wenn es nicht schnell genug vorangeht. Finden dich deine Studenten sehr überheblich? Das habe ich sie natürlich nie gefragt und ich hoffe nicht. Also es ist natürlich muss man sich das wirklich gut überlegen. Ich bin jetzt noch nicht mal 30 und meine Studenten sind ungefähr 5, 6, 7 Jahre von mir entfernt. Das ist nicht sehr viel. Und dementsprechend muss man natürlich auch schon mit einer anderen Herangehensweise da arbeiten, als wenn ich jetzt Mitte 50 bin und irgendwie ein gestandener Herr Professor. Trotzdem muss man manchmal ganz genau sagen, muss man wirklich ganz genau sagen, so lass das mal sein, setz dich jetzt irgendwie 2 und du übst jetzt einfach nur. Also das muss schon auch sein. Und man muss, vor allen Dingen muss man den Studenten irgendwie klar machen, ihr habt euch jetzt hier für ein Studium entschlossen. Das bedeutet, das ist ein Fulltime-Job. So. Das heißt, du trittst denen auf gut Deutsch gesagt auch mal in den Hintern? Ja, doch, doch. Man hat nie wieder so viel Zeit wie in den ersten 4 Semestern im Studium. Nie mehr. Hm. Man muss das echt schnallen. Man muss das begreifen. So, jetzt ist wirklich die Chance. Hier kann ich wahnsinnig viel lernen. Und das muss man dann, aber da muss man sie wirklich zu ihrem Glück manchmal zwingen. Kann man bei dir auch so Schlägeltricks lernen, so drehen und was weiß ich, was Schlagzeuger immer gerne? Nee, genau. Das kann man sich bei YouTube angucken, das soll jeder für sich selber machen. Das sind wirklich Sachen, die, finde ich, gehören jetzt auch nicht in meinen Kompetenzbereich. Da gibt es viel bessere Leute. Ich habe das für mich selber gelernt in Orchesterproben. Wenn man langweilig war, oder? Man sitzt einfach. Klar, man sitzt 81 Takte Pause. Und dann fängt man an, sich irgendwie zu beschäftigen. Und dann hat man, oh, jetzt muss ich gleich die Probe auf. Das ist natürlich ein bisschen, ist ein bisschen unwuchtig hier mit dem großen. Okay, ja. Aber so, also so ungefähr. Und dann, man lernt aber, kann natürlich auch technische Dinge üben in Orchesterproben, also dann, wie man mit 2 Schlägeln in einer Hand wirbelt und so weiter. Man soll keine Minute ungenutzt lassen. Leider schon die letzte Frage, wie ich hier sehe. Du behauptest, dass du beim Denken Gewicht verlierst. Ja klar. Wie viel Kilo hat dich dieses Verhör gekostet? Da müsste ich mich jetzt gleich auf die Waage stellen. Ich muss aber auch zugeben,
Ich habe noch nicht Mittag gegessen heute. Also ich bin sowieso total hungrig und wahrscheinlich wiege ich momentan sicherlich 2 bis 3 Kilo weniger als sonst. Also es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich komponiere und viel arbeite, und ich muss dazu sagen, ich esse wirklich viel. Auch wenn man es mir nicht ansieht, also ich esse gern und viel und auch nicht immer gesund. Verliere ich irgendwie wahnsinnig Gewicht. Ich kann mich erinnern, hier in München beim Wettbewerb in den 2 Wochen habe ich, glaube ich, 7 Kilo verloren. Und beim Komponieren ist es genauso. Ich schreibe irgendwie 3, 4 Tage lang und dann habe ich 2 Kilo weniger. Und Verkaufen wir jetzt als Brigitte-Diät, würde ich sagen, oder? Das machen wir. Genau. Das ist doch eine super Sache. Abnehmen mit Johannes. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, ebenso. Tum 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 t